Hallo, mein Name ist Thilo und ich lebe seit anderthalb Jahren in diesem Fort Mondeo mit Dachzelt. Und lass mal in die Natur fahren. Ich lebe seit anderthalb Jahren im Auto. Ich habe Stück für Stück angefangen zu reduzieren. Also irgendwann habe ich mir die Frage gestellt, ist das das, wie du jetzt da gerade so lebst? Mit der Wohnung, mit der Arbeit, mit der Arbeitsbelastung vor allen Dingen auch. Ist das genau das, was du gerne möchtest, oder möchtest du es vielleicht irgendwie ein bisschen anders machen? Und ich habe festgestellt, dass ich das alles so nicht brauche. Also das ist zu viel ist mir eigentlich. Ich brauche keinen, kann auch mit weniger klarkommen. Habe ich Stück für Stück angefangen, Sachen zu reduzieren. Und habe in meiner Küche angefangen. Merkt man vielleicht. Und dann Kleiderschrank und all solche Sachen angefangen zu reduzieren, kleiner zu machen. Und irgendwann hat mehr oder weniger alles in mein Auto reingepasst. Gab es dafür irgendwie einen Auslöser, dass du plötzlich gemerkt hast, du hast viel zu viel von allem? Ich glaube, ich habe nie zu viel von allem besessen, aber ich habe, ich glaube, es war die Arbeit. Also ich war selbstständig oder bin selbstständig als Fotograf und ich hatte ein Studio, es lief auch gut in Aachen und hat Spaß gemacht, aber es war echt rund um die Uhr Arbeit. Wochenenden waren weg, unter der Woche war viel Arbeit und dann Mitarbeiter und Praktikanten, noch einen Partner dabei gehabt. Das war alles sehr. Das war sehr viel. Und ich habe mich gefragt, soll das jetzt so weitergehen oder möchte ich daran vielleicht noch was ändern? Wäre bestimmt so weitergegangen. Aber ich wollte irgendwie mehr Freizeit haben, mehr Zeit für mich, mehr Ruhe, mehr Leben. Wie hat denn dein Umfeld reagiert, wo du gesagt hast, hey, ich wohne jetzt in meinem Auto? Die kannten ja schon mich, dass sie ein bisschen. Dass ich immer so ein bisschen verrückte Ideen habe. Also ich glaube, ich bin sowieso nicht so einer von der Stange. Das ist, früher oder später hätte es, musste irgendwie sowas passieren. Und es ist passiert. Nee, aber das hätte mich auch nicht wenig, also hätte mich wenig gekratzt. Also wenn da jemand gesagt hätte, Mensch, Tilo, das geht ja gar nicht. Ich gesagt, doch. Ich es einfach gemacht. Also ich mache das meistens auch. Die Sachen, die ich mir in den Kopf setze, die mache ich einfach. Aber das war ja auch, muss man ja auch dazu sagen, das war ja auch ein langer Prozess. Also der hat sich ja hingezogen. Es ist ja nicht so, dass ich an einem Tag aufgewacht bin und gedacht habe, Mensch, krass, heute mal ins Auto ziehen und jetzt mal im Auto leben. Geil. Was brauche ich? Dachzelt? Los. Nee, so war das ja nicht. Stück für Stück. Ich habe mir auch überlegt, wenn, bei meinen Aufträgen, wäre doch eigentlich cool, wenn ich habe jetzt einen Auftrag in Amsterdam, Mensch, geil, fotografiert, jetzt wollte ich gerne mal ein bisschen noch da am Wasser bleiben, aber nein, ich musste zurück, um die Nachbearbeitung zu machen, um zum nächsten Termin dann zu gehen. Aber die Nachbearbeitung zumindest hätte ich eigentlich da machen können, habe ich mir gedacht, Mensch, wäre doch gut. Wenn du das Auto jetzt so gebaut hättest, dass du hier pennen könntest, dass du auch noch ein bisschen arbeiten könntest, dann wäre doch schön. Und das habe ich dann gemacht. Das Bett ist halt gemacht, ne? Ist alles fertig. Brauchst du nur reinhüpfen. Ich habe hier zwei Kopfkissen, ich habe hier eine Decke. Ich benutze sie auch bewusst so ohne Bettbezug, weil die meisten aus Baumwolle sind und dann Feuchtigkeit ziehen. Und dieses hier, diese Kunstfaser, die macht das nicht so stark. Habe ich hier noch einen Schlafsack, wenn es noch kälter wird, und ich habe noch eine Zudecke. Man kann das dann beliebig erweitern, so Zwiebelsystem. Und hier drunter liegt dann halt die, das ist dann, hier ist eine Isolierung noch, also als so ein bisschen Styropor. Und hier ist nochmal so eine Steppdecke drunter. Und da ist dann das Schwarze, das ist die Heizdecke. Und die kannst du dann einfach anschließen. Und wie groß ist jetzt dein Bett? Das ist ein ganz normales Ehebett, hätte ich beinahe gesagt. 1,40 m x 2,20 m. Guck mal, hier ist also
Das ist meine meine Fußmatte. Hier steht Welcome Thilo. Muss ich euch vorstellen. Füße abtreten. Nein. Nein. Gute Nacht. Ist das nicht auch so ein bisschen, gefährlich? Also man könnte dich ja eigentlich, das wirst du wahrscheinlich nachts abschließen, dein Auto, aber man kann ja einfach so bei dir da oben rein, oder? Ist ja kein Vorhängeschloss. Ja, genau. Nö, aber hier oben kommt keiner rein. Von hier oben schließe ich dann immer ab. Jetzt ist es zu. Und, aber es kommt keiner. Also ich hatte zwei Erlebnisse, in denen jemand gekommen ist. Aber das hörst du dann auch und die reden dann vorher und fragen sich, ob hier jemand drin schläft oder nicht. Kommt man da hoch, was ist das? Und dann einer habe ich dann gemerkt, den interessiert das so sehr, dass er halt den Reißverschluss so ein bisschen hochgezogen hatte tatsächlich. Da habe ich gesagt, guten Morgen. Und dann war es das und dann war er etwas erschrocken und dann war das aber auch alles kein Thema. Also keiner, der einem was Böses will, nichts, null. Dachzeitnomade, das hatte irgendwann mal ein Freund von mir gesagt, in einem Interview tatsächlich, in einem Radiointerview, meinte er, das ist Thilo, der Dachzeitnomade. Und ich so, ja, okay, könnte sein, passt. Und dann habe ich irgendwann im Juni diesen Jahres, letzten Jahres, 2016, habe ich eine Gruppe gegründet auf Facebook, so aus einer Laune heraus. Ich sagte, Mensch, gibt es vielleicht noch andere, die so verrückt sind wie ich und durch die Gegend reisen mit so einem Zelt auf dem Dach? Und tatsächlich haben sich relativ schnell sehr viele gefunden. Also ich bin da immer noch ziemlich freaky unterwegs. Also die anderen machen das mehr so in Urlaubsform oder so mal 2-3 Monate am Stück. Aber so Vollzeit drin leben ist eher selten. Aber es haben sich unglaublich viele Menschen angesammelt, die alle dieses Thema faszinierend finden. Und diese Gruppe habe ich die Dachzeitnomaden genannt. Ja. Wir haben uns das erste Mal getroffen im September 2016, haben wir so ein Treffen organisiert. Auf einmal waren 180 Leute da. Das war total krass. Ich war total geflasht. Alle mit Dachzelt. Alle auf so einer Campwiese, Lagerfeuer, Spaß, Offroad, Workshops, Vorträge, alles so in 6 Wochen aus dem Boden gestampft innerhalb der Gruppe. Das war richtig, richtig geil. Und das machen wir jetzt jedes Jahr, wahrscheinlich jedes Jahr. Aber dieses Jahr machen wir es jetzt nochmal neu und das wird jetzt in Stadt Oldendorf stattfinden, im Mammutpark, noch mehr Offroad. Workshops, Vorträge, auch Lagerfeuer, das ganze Gedöns und wahrscheinlich werden wir so an die 500 Menschen da sein und die alle irgendwie entweder Dachzelten geil finden oder selbst ein Dachzelt haben. Also auch wer kein Dachzelt hat, kann da vorbeischauen, weil es einfach total spannend ist, dieses ganze Leben mal mitzubekommen. Du kannst dir sogar auch ein Dachzelt ausleihen da vor Ort, das ist sehr cool. Wir werden da ein paar Händler vor Ort haben, die das auch anbieten und dann kannst du da direkt einsteigen und dann mal übernachten in diesem Dachzelt und mal gucken, wie sich das so anfühlt. Und dann weißt du, ob es geil ist oder nicht. Denn probieren muss man das irgendwie. Also das ist schon was Besonderes, das ist schon was anderes. Muss man einmal kurz mal getestet haben, wie fühlt sich das an für mich? Die meisten fangen an und hören dann damit nicht mehr auf. Du hättest dir ja auch einen Bus kaufen können, oder? Warum muss es denn ein Dachzelt sein? Dachzelt ist einfach geil. Probier mal aus. Dann wirst du sehen, was ich meine. Also das ist einfach, ich kann ja auch hier im Auto schlafen. Ne? Ich habe ja diese Länge, der Länge nach kann ich mich hier hinlegen. Hier ist eine Matratze. Ich kann die Sachen von oben runterholen und ich kann mich hier so lang machen. Und das ist auch ich bin 1,95. Ich habe da mehr als 2 Meter Platz. Aber oben schlafen ist einfach was anderes. Im Dachzelt schlafen ist einfach mega. Du bist viel mehr an der Natur dran, du spürst die Natur mehr, du spürst die Kälte, du spürst den Wind auch manchmal. Natürlich nicht so krass, aber die Kälte. Du nimmst die Geräusche wahr, die drumherum sind. Und du bist einfach mehr verbunden. Und das ist das, was mich fasziniert. Aber ist das nicht, ich meine, ist es gerade Winter in Deutschland, ist das nicht irre kalt gerade? Ja, ist schon kühl, ne? Das ist so eine nordische Antwort. Ja. Aber? Einfach machen. Also das ist jetzt nichts, woran man stirbt. Und ich find's auch spannend. Also das ist auch so ein Ding, sich spüren. Also wenn es jetzt kalt ist, spüre ich ja auch was von mir. Also dann spüre ich halt Kälte. Gut,
Manchmal fühlt es sich ein bisschen kalt an, aber zumindest merke ich, dass ich lebe. Und das ist etwas, was mich fasziniert an dieser ganzen Sache. Und, um deine Frage zu beantworten, also das kriegst du natürlich auch warm. Da oben habe ich eine Heizdecke auf der Matratze drauf und die kommt dann in den 12-Volt-Anschluss und dann ist das Bett vorgewärmt und das ist Luxus pur. Das kannst du aber auch mit der Wärmflasche erreichen oder einfach warme Klamotten. Irgendwie kannst du es dir warm machen. Also im Zelt liegen und schlafen ist kein Thema. Das ist wie im, naja, nicht ganz, aber wie zu Hause schlafen mit offenem Fenster mehr oder weniger. Weit offenem Fenster. Ah, ich liebe diese einfachen Sachen, ey. Das sieht jetzt wie eine große Matschepampe aus, ja. Und jeder Koch wird sich wahrscheinlich umdrehen, aber ich find's einfach geil. Also wenn ich alleine bin, dann esse ich aus dem Topf. Was soll ich das jetzt noch anrichten auf dem Teller? Vor allen Dingen bleibt es da länger warm. Und draußen schmeckt es einfach irgendwie dann nochmal besser. Also egal was du machst, egal was du isst, das kann die einfachste Sache sein und draußen schmeckt es einfach noch geiler. Also für mich, ich war früher viel in der Natur unterwegs, so Backpacker-mäßig, so Survival-Wandern in Schweden und so, mit alles im Rucksack und dann für 10 Tage nichts gesehen. Und das habe ich ganz früher mal gemacht, aber das Dachzelt, das kam eigentlich kam das aus diesem Gedanken, Mensch, ich möchte dieses Auto jetzt zum Camper umbauen. Ich möchte das jetzt, dass das so funktioniert. Ich möchte jetzt keinen Bus kaufen oder kein größeres Auto. Ich möchte, dass ich das mit dem arbeiten, was ich habe. Und das war dieses Fahrzeug. Und das Schlauste, weil das ganze Bettzeug nimmt natürlich viel Platz weg da drin, ist das Ganze aufs Dach zu verfrachten. Und im Dachzelt kannst du ja alles transportieren. Da passt ja alles rein. Also hier arbeite ich, hier mache ich meine Bilder, hier mache ich meine Texte, hier organisiere ich alles, was ich so zu organisieren habe. Genau. Also die Fläche reicht mir auch aus eigentlich. Also ich brauche keinen größeren Tisch. Ist alles da. Kann ich noch verkleinern, wenn ich es möchte. Duschen. Ja, mache ich Katzenwäsche. Ne? Also wenn ich Katzenwäsche mache, dann kann ich es hier draußen machen. Aber oft gehe ich auf Rasthöfe, Raststätten, Schwimmbäder. Du kannst sogar in Fitnessstudios fragen. Oder du kannst so an Unis gehen, öffentliche, also Sporthallen. Das sind überall Möglichkeiten, dich zu waschen. Also Hausputz muss auch mal sein, ne?